Sascha für netbooknews.de. Hier ist der Cebit-Freitag. Wir sind wieder im Vodafone-Pavillon. Und nachdem wir uns schon das 10-Inch-Smart-Tab geschnappt haben, ist jetzt das 7-Inch dran. Es wird auch von ZTE hergestellt. Kommt ebenfalls mit Android Honeycomb 3.2. Ja, im Grunde genommen sind die Specs komplett gleich. Das heißt Qualcomm MSM 8260 mit der Adreno 220 GPU. Das ist also ein Dual-Core, 1,2 GHz, hat ordentlich Performance, vor allen Dingen auch grafiktechnisch. Die Adreno GPU geht richtig nach vorne. Hat 1 GB RAM, 16 GB Flash-Speicher und kann aufgerüstet werden bis auf 32 GB hoch mit einer Micro-SD-Karte. Wir fahren mal um das Gerät herum. Also erstmal haben wir hier noch die Auflösung von 1280x800. Das ist wirklich schick für ein 7-Inch-Tablet. Da gibt es außerdem Huawei MediaPad und den Galaxy Tab 7.7, eigentlich nur zwei weitere Tablets mit der großen Auflösung. Wir schauen mal ganz kurz auf der einen Seite. Hier haben wir einen Anschluss für euer Headset. Unten haben wir diesen proprietären Stecker, der geht aufs Netzteil bzw. auf den USB-Anschluss. Dann haben wir hier auf der Seite Slots für SIM-Karte und für SD-Karte. Hier oben haben wir die Lautstärkeregelung, An- und Ausschalter. Und ich glaube, Headset hatten wir schon. Wie auch immer, hinten haben wir noch 5 Megapixel, vorne hatten wir 2 Megapixel. Ansonsten wiegt das Gerät so knapp unter 400 Gramm. Rennt auf Android 3.2. Performance ist ja Android 3.2 gemäß. Sobald ihr in der App selber drin seid, geht das eigentlich richtig nach vorne, auch bei den aktuellen Spielen. Wie sieht das im Vergleich zum Samsung Galaxy Tab 7.7 aus? Das könnt ihr hier sehen. Das 7.7 ist eine Ecke breiter, es ist eine Ecke höher. Klar, hat ja auch ein 0,7 Inch größeres Display. Dafür ist es aber auch ein Schwung dünner, wie ihr hier sehen könnt. Wer ein günstiges, kompaktes 7-Inch-Tablet haben möchte, was vor allen Dingen auch ein UMTS-Modul eingebaut hat, ich glaube, der kann sich immer das Smart Tab 7-Inch von Vodafone anschauen. Ich bin Sascha von netbooknews.de. Vielen Dank fürs Zusehen.